Teenie-Sprechstunde in der Gemeinschaftspraxis. Die alleinerziehende Jutta Böhm hat bei Gynäkologin Dr. Franziska Schumann einen Termin für ihre Tochter Nora vereinbart. Nichts ahnend, dass die 15-Jährige ein pikantes Problem hat. Dann erzähl mir doch mal, Nora, was bringt dich denn heute zu mir? Was hast du für Beschwerden? Ich glaube, ich habe da unten was. Also es tut irgendwie weh und es juckt und das ist jetzt, also es ist wund, glaube ich. Also ich weiß nicht, was das ist. Es ist mir jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ich hatte das halt noch nie. Also es juckt auf jeden Fall ganz doll und ja, deswegen bin ich jetzt da. Wie lange hast du das schon? Ein paar Tage auf jeden Fall schon. Gut, dann würden wir auch gleich mal schauen. Ich würde mir das mal angucken. Okay. Wir machen ja sonst immer erstmal ein Kennenlernen in dieser ersten Teenager-Sprechstunde. Ich höre das auch gerade das erste Mal. Ja. Also ich dachte, das wäre jetzt hier. Aber zum Gespräch und Kennenlernen. Ja. Machen wir. In dem Fall würde ich dann heute tatsächlich auch eine kleine Untersuchung machen, dass wir einfach mal schauen und ich einen Abstrich mache auch. Okay. Ja? Noras Mutter ist enttäuscht, dass ihre Tochter sich ihr nicht anvertraut hat. Doch auch im Leben der alleinerziehenden Sekretärin gibt es Dinge, die sie ihr bewusst verschweigt. Und die 40-Jährige wird schon bald von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. Das juckt stark? Ja, sehr. Ja. Und wie ist das? Hast du auch, kommt da auch was raus? Ist das so ein weifeliger Ausfluss oder gelblich? Hast du da einen Ausfluss aus der Scheide? Nein. Das nicht. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe das noch nie gemacht. Nein. Pass auf, ich erkläre dir das. Ich zeige dir das jetzt mal. Die Mama kennt das ja sicher auch. Wir machen jetzt einfach so einen Abstrich. Ich schaue mir das untenrum mal an, ganz vorsichtig. Und dann mache ich mit so einem kleinen, wie so ein Wattestäbchen fürs Ohr. Ist das das Wattestäbchen? Dann machen wir eine kleine Probe. Und ich schaue mir das unter dem Mikroskop direkt an. Okay. Ja? Also man sieht, das ist sehr gerötet. Hast du dich da gekratzt, Nora? Ja. Ja, weil es juckt. Weil es ein bisschen. Aber ja. Nora, wieso hast du mir das nicht gesagt, dass du da unten so Probleme hast? Das war's schon, Nora. Jetzt machen wir das mal. Das war mir peinlich. Ich fahr dich schon runter. Wir haben so ein gutes Verhältnis miteinander. Wir vertrauen uns doch. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe mich halt einfach ein bisschen geschämt und das sagt man ja auch seiner Mama nicht so. Nora, wir sind schon fertig, wir haben es kurz und schmerzlos gemacht, du ziehst dich wieder an, ja? Okay. Ich schaue mir das jetzt direkt mal unter dem Mikroskop hier an. Ich hatte so eine Vermutung, was dahinter stecken könnte und fragte Nora, ob sie eventuell im Schwimmbad gewesen ist. Es kommt schon mal vor, dass durch das Schwimmen im Schwimmbad ein Vaginalpilz ausgelöst wird. Du sagtest, du warst jetzt nicht schwimmen, aber irgendwie verkühlt oder ist irgendwas gewesen in der letzten Zeit? Erzähl doch mal. Ich war mit meinem Papa, war ich zelten und da gab es halt Unwetter und da wurde es halt sehr kühl und dann ist unser Zelt halt ins Wasser gestürzt und seitdem hatte ich eine Mittelohrentzündung und dann habe ich Antibiotika bekommen. Wie lange hast du die denn genommen? Länger, ich glaube eine Woche, zwei, ich bin mir nicht sicher. Ja. Mama? Ja, also es war schon circa 2 Wochen, weil das war schon eine heftige Mittelohrentzündung. Ja. Also es hat sehr weh getan. Gut, das Ohr ist besser, aber ganz klassisch, das ist so der Klassiker. Sie kennen es vielleicht auch mal, nach einer Antibiotika-Einnahme kann man eben wirklich im Vaginalbereich so einen Pilz bekommen, der genau die Symptome macht und wir haben es ja auch nachgewiesen. Da schreibe ich jetzt was auf, einfach ein Antimikotikum, ein Mittel gegen Pilz. Ja, das sind Zäpfchen und Salbe. Das machst du auch nur 3 Tage und dann ist das ausgestanden. Ja, ich tippe das ein und das kommt gleich vorne. Am Empfang kannst du es dann abholen. Okay, dann sind wir jetzt soweit fertig. Okay. Hast du noch Fragen an mich? Nein. Ich hatte Mutter und Tochter schon verabschiedet und sie wollten zur Tür raus. Und plötzlich hatte ich einen Patientenwechsel. Alles Gute, tschüss. Danke. Also mir ist irgendwie ganz schlecht gerade. Mama? Oh, ich weiß auch nicht, ganz, ganz schlecht. Also ich habe hier überall, ich kann gar nicht mehr stehen. Mama? Oh, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Soll ich deine Tasche nehmen? Ganz plötzlich oder? Ja, ganz, ganz schlimm.
Unterleibskrampf oder was haben Sie? Also mir ist gerade sowas von... Können Sie mal vorsichtig auf die Liege, dass Sie sich... Ja, also... Ganz plötzlich jetzt. Frau Böhm bekam auf einmal schreckliche Unterleibsschmerzen und Krämpfe. Sie konnte den Raum überhaupt nicht verlassen und ich musste sie erstmal auf die Liege legen. Oh, das... Oh, ja, das... Ja, da auch? Es ist alles... Überall? Ja, überall. Ganz, ganz schlimm. Oh. Was haben Sie denn da? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, da unten haben wir ihr Unterleib, ne? Ja. Und den Darm. Okay. Blinddarm haben Sie noch drin? Blinddarm habe ich noch drin. Und sonst haben Sie auch keine Entzündungen im Darm? Haben Sie irgendwelche Sachen, die Sie nicht vertragen? Nein, also ich gehe auch immer regelmäßig zur Untersuchung. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe doch nur noch Sie. Mein Papa wohnt in einer anderen Stadt. Und was soll ich denn machen, wenn ihr was passiert? Ich kann jetzt hier vom Unterleib eigentlich nichts feststellen. Ich würde eigentlich sehr gerne mal meinen Kollegen, den Dr. Skopin, draufschauen lassen. Der ist ja der Hausarzt, der Allgemeinmediziner. Mama, ich muss ganz dringend auf die... Nein, bitte, bleib bei mir. Ich habe Angst. Bitte bleib bei mir. Bitte. Okay. Kannst du noch ein bisschen gucken? Ja. Das wird, glaube ich... Ich ruf mal den Dr. Skopin an. Ja. Danke, bleib bitte bei mir, Nora. Okay. Ich habe meinen Kollegen, den Allgemeinmediziner, dazu gerufen, damit er aus seiner Sicht noch mal weitere Punkte abklärt und auch noch mal in Richtung Blinddarm forscht. Ich drücke jetzt hier drauf, ganz gut, und ich lasse dann los. Okay. Und wir gucken mal, ob dann irgendwo Schmerzen sind. Ei. An welcher Stelle? Überall. Einfach nur überall. Das ist so... Oh, aua. Bei der Untersuchung von mir war ich auch so ein bisschen irritiert, nach so einer kurzen Zeit so heftige Beschwerden. Und egal, wo man drückte, sie reagierte sehr intensiv, sodass ich dann eigentlich noch keine Sicherheit hatte, was sie eigentlich hatte. Ich war nur so ein bisschen skeptisch. Ich will noch mal Temperatur messen. Ja, aber... Ja. Das ist eine Sache, das machen Sie... Nehmen Sie das mal eben in die Hand. Dann müssen Sie selber einmal in den Po einführen. Ja. Also ich gucke erst mal oben die Temperatur. Okay. Bei der Untersuchung reagierte Frau Böhm relativ empfindlich. Ich konnte es mir nicht völlig erklären und habe deshalb zur weiteren Diagnostik veranlasst, dass Blutuntersuchung gemacht wird. Nicht nur die urplötzlich aufgetretenen Schmerzen, sondern auch das auffallend nervöse Verhalten der alleinerziehenden Mutter macht die erfahrenen Mediziner stutzig. Zu Recht, wie sich bereits wenig später herauskristallisiert. Ab Bernhard, brauchst du noch was? Nee, die übliche Routine, ne? Der CRP-Wert besonders, aber das passt. Okay, gut. Mach ich dir fertig. Ja. Also, irgendwie? Was machst du denn? Ja. Was? Das ist schon besser. Jetzt ist es besser? Ja. Genau, so plötzlich? Ja. Spontanheilung? Turbo-Spontanheilung? Was auffällig war, sie überprüfte ihr Handy und auf einmal plötzlich waren die Beschwerden weg. Ob da ein Zusammenhang bestand, das war schon irgendwie komisch. So, dann wollen wir noch mal bei mir ins Sprechzimmer, bitte. Ja, okay, aber... Wir gehen schon vor und die liebe Nora setzt sich einen Moment hier hin. Okay. Ich muss das bisschen mit der Mutter alleine besprechen, ne? Bis nachher, ja. Okay, ich wollte mit der Frau Böhm alleine sein, um ihr die Gelegenheit zu geben, etwas leichter sich zu eröffnen. Denn mir war eigentlich so einigermaßen klar, dass sie simuliert. Simulieren? Nein. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich nichts so richtig Greifbares, was für einen Krankheitsprozess spricht, erfassen konnte. Mir kam es dann doch so ein bisschen vor, als wenn Sie zumindest ein bisschen das übertrieben haben, das, was Sie an Beschwerden angegeben haben. Mhm. Mal ehrlich, ist da nicht doch ein bisschen was daran, was ich sage? Ja. Ja, Frau Pfützenreiter, dann kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns ja nächste Woche. Dann ist klar, danke. Mein Mann bringt mich schon nach Hause. Okay, alles gut. Danke. Das ist ja witzig. Die Frau hat denselben Namen wie ich. Ach, ich? Ja. Also ich heiße ja Pfützenreiter mit Nachnamen. Das war ganz, ganz komisch, dass hier eine Frau war, die denselben Namen hatte wie ich. Das fand ich echt witzig. Es ist halt nicht so leicht für mich. Es ist halt... Sie haben einen Grund dafür, dass Sie das so ein bisschen gespielt haben. Ja. Als sie in unserem Zweiergespräch sich dann eröffnet hat, hatte ich ein wenig mehr Verständnis für ihre Reaktion. Und ich merkte schon, dass es um eine für sie doch bedeutsame, ernste
Situation geht. Und ich habe ihr dann angeboten, dass sie die Hilfe von unserer Familienhelferin, von Frau Decker, vielleicht in einem Gespräch mitnehmen sollte. Gynäkologin Dr. Franziska Schumann widmet sich derweil der hochschwangeren Maja, die zu Hause gestürzt ist und nun Angst um ihr ungeborenes Baby hat. Ja, ich habe gekocht und dann bin ich gegen den Heizkörper und dann, ich war irgendwie, keine Ahnung, es gibt privat ein bisschen Probleme und dann war ich unaufmerksam und ich sehe auch momentan nicht mehr so viel und dann habe ich mich gestoßen und genau, dann möchte ich das mal checken lassen. Dann dürfen Sie sich mal auf die Liege legen, machen Sie den Bauch ein bisschen frei. Ich schaue mir das an. Ja, das ist natürlich dann immer, ist schon mal gut, dass Sie nicht auf den Bauch gefallen sind, ne? Das wäre ja noch... Oh Gott. Und da haben Sie so Stress zu Hause. Das ist natürlich nicht so schön vor der Geburt, dass Sie ja noch so belastet sind privat. Das höre ich nicht so gerne, Frau Klaus. Ich habe so Probleme mit meinem Freund. Ich mache mir große Sorgen um meinen Freund. Wir sind sehr schnell zusammengekommen und ich wurde auch sehr schnell schwanger. Und er hat sich komplett verändert. Also er ist kalt zu mir, abweisend. Und ich weiß nicht, was los ist. Und ich mache mir einfach Sorgen, ob er vielleicht, ob ihn das alles überfordert, ob er nicht mehr glücklich ist oder ob er vielleicht eine andere Frau hat. Nein. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Nicht, Frau Klaus, denken Sie nicht gleich. Gehen Sie nicht vom Schlimmsten aus. Das ist auch oft so, wissen Sie, die... Ja, aber ich kann das auch verstehen. Ich bin anstrengend, meine Hormone. Machen Sie mal, legen Sie die Arme ruhig hin. Ich mache jetzt erstmal den Schal. Wir gucken das jetzt mal hier. Es ist eigentlich eher selten, dass die Männer bzw. die Partner abweisend sind zu den schwangeren Frauen. In der Regel ist es umgekehrt. Sie sind sehr fürsorglich und gehen mit und bekommen zum Teil auch Schwangerschaftssymptome wie die Frauen und freuen sich sehr auf ihr Kind. Das ist ja bitte. Bewegt sich lebhaft. Ah ja. Wie geht's dem Baby? Was ist mit dem Baby? Ist alles gut? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Geht's dem Baby gut? Ja, was ich jetzt sehen kann, ich schalte sie noch ganz in. Können wir das sofort? Ich muss erst einmal dringend auf Klo. Ich muss auf Klo. Hast du nicht mein Telefonat gehört? Ich hatte doch einen Termin, das hatte ich dir doch gesagt. Was denn für ein Termin? Ein Außentermin. Wollen Sie nicht? Nein, ich muss aufs Klo, wirklich. Dann kommen Sie aber doch gleich wieder. Ich komme sofort wieder, versprochen. Wieder in Ruhe. Ganz gut. Maja, bleib ruhig, ich komme sofort. Ja, aber das meine ich. Er ist immer irgendwie, er ist halt ganz anders. Sicherlich spielen die Hormone eine große Rolle. Man ist sehr empfindlich und auch ein bisschen nervös als Schwangere. Aber der Partner, so wie Frau Klaus es mir berichtete, war schon merkwürdig. Und ich konnte ihre Sorgen da auch verstehen. Ich habe es jetzt aufgezeichnet. Ich möchte, dass Sie das mal sehen, dass Sie das vielleicht auch schon mal beruhigen kann hier. Das... Ja... Schauen Sie mal, das ist das Kleine in Bewegung. Da haben wir den Oberarm, das macht hier eine Faust, zeigt den Bizeps, ne? Alles in Bewegung, ist alles wunderbar. Dem Baby war glücklicherweise durch den Sturz nichts passiert. Im Ultraschall war alles in Ordnung. Es gab keine Hämatome und das Baby war sehr lebendig und hat sich gut bewegt. Doch Majas Sorgen um ihren Lebensgefährten bleiben. Und tatsächlich gibt es einen Grund, warum sich Tom in letzter Zeit von seiner Freundin distanziert. Tom? Tom, bist du hier? Naja, ja. Ich komme. Warte. Ja, kommst du bitte mal raus? Ja, sofort. Was machst du denn da so lange? Ich bin auf Toilette. Was machst du? Du hast das schon mitbekommen mit meinem Arzttermin und alles. Ja. Wieso bist du jetzt so... Ruhig. Was ist denn los? Ich musste auf Klo. Alles ist gut. Wieso bist du ganz rot? Alles ist gut. Du schwitzt total. Ich schwitze überhaupt nicht. Nein, es ist gut. Wenn ich was ist denn da? Es ist nichts. Du brauchst nicht. Alles gut. Nein, ich schwitze nicht. Doch. Wieso bist du so nervös? Ich bin nicht nervös. Das bildest du dir ein. Lass mich doch mal, bitte. Da ist nichts. Maja, bitte. Was ist das denn? Da ist nichts. Komm, bitte. Das ist voller... Blut. Du hast irgendwas, wir müssen direkt zum Arzt. Geh bitte. Nein, doch, wir machen jetzt einen Termin und gehen direkt dahin. Ja, ich habe da Blut gesehen und dann dachte ich, Mensch, das ist doch überhaupt nicht normal. Wir müssen doch sofort zum Arzt. Das kann doch nicht gesund sein. Nur auf Drängen seiner Freundin erklärt sich Tom bereit, mit Allgemeinmediziner Dr. Bernhard Skopin zu sprechen. Dabei hat der junge Mann offenbar schon länger Schmerzen und Blutungen beim Stuhlgang. Das sind schon ein paar Symptome, ne, die wir klären sollten. Ja. Es ist mir auch unangenehm. Helfen Sie mir mal ein bisschen, damit ich etwas weiterkomme. Bevor wir
weiterkommen, möchte ich bitten, dass du bitte rausgehst. Ich möchte mit dem Arzt allein darüber reden, weil ich fühle mich da nicht wohl bei. Aber es doch betrifft uns doch. Wir werden doch Eltern. Für mich ist es genauso wichtig. Herr Roth wollte bei dem Gespräch mit uns gerne mit mir alleine sein. Das kann man verstehen und ist auch gesetzlich völlig in Ordnung. Auch das betrifft die Schweigepflicht. Wenn der Partner das will, dann muss die Frau den Raum verlassen. Ich habe halt, ja, wie Pickel am Po und da war jetzt vor allem Blut dabei und das juckt auch wie Sau. Juckt, brennt. Ja. Wie lange ist das schon ungefähr? Ungefähr 2 Wochen. Okay. Sie selber machen sich aber jetzt keine so ganz großen Gedanken? Nee, das wird schon von selber weggehen. Da ist meine Frau in meinen Augen total übertrieben. Also das Ganze spricht so, wie Sie es schildern, für Hämorrhoiden. Hämorrhoiden sind sehr häufig bei den Menschen. Es liegt einmal an dem Ernährungsverhalten. Wenn man nicht reichlich faserreiche Kost zu sich nimmt, wenn man viel im Sitzen arbeitet, Körpergewicht spielt auch eine Rolle und natürlich auch genetische Ursachen. Ich glaube, um euer familieninternes Klima zu retten, hole ich die Frau Klaus noch mal wieder rein. Ja, einverstanden? Ja, okay. Ja? Vorbeugend kann man natürlich seine Ernährung darauf einstellen. Seine Gene kannst du nicht ändern. Aber wenn dann Beschwerden sind, harmlose, leichte Beschwerden im Sinne von Juckreiz, dann hilft auch schon eine Salbe. Und man muss dann nicht sehr viel mehr unternehmen. Ich habe wirklich nur Angst gehabt, dass ich dich damit belaste. Ja, das hast du ja auch. Du kriegst das Baby von uns gerade in dir. Ich möchte nicht, dass du noch extra Druck... Das ist doch ein ehrenhafter Gedanke dabei. Ne? Er wollte sie schonen. Jetzt ist das Ganze besprochen. Und ich bin sicher, mit einer Therapie, maximal mit 2 Therapietagen, ist die Sache dann erledigt. Ach, zum Glück. Ich habe dieses Krankheitsbild als harmlos eingeschätzt. Dabei bleibe ich auch. Trotzdem habe ich ihm aber noch den Proktologen empfohlen. Natürlich ist dann die letzte Sicherheit, dass es nichts Ernstes ist. Und vor allen Dingen kann der Proktologe gegen diese Hämorrhoidenerkrankungen, die ja unangenehm sind, ständig Blut im Stuhlgang zu haben, kann er auch therapeutische was machen. Der Hämorrhoidenverdacht hat sich letztlich bestätigt, so dass die werdenden Eltern aufatmen können. Seit sich Tom ballaststoffreich mit viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten ernährt, hat er keine Beschwerden mehr. 2 Tage später sind erneut Gymnasiastin Nora und ihre Mutter in der Gemeinschaftspraxis zu Besuch. Diesmal allerdings bei Therapeutin Sabine Decker. Denn es gibt da etwas, das Jutta Böhm ihrer 15-jährigen Tochter schon viel zu lange verschwiegen hat. Wir haben gedacht, dass es sinnvoll ist, wenn wir hier ein Gespräch gemeinsam führen, weil es was zu besprechen gibt, was ihre beiden Eltern gerne mit ihnen gemeinsam besprechen möchten. Und deswegen haben sie sich dafür ein bisschen Verstärkung geholt. Aus familientherapeutischer Sicht ist es sehr wichtig, dass der Vater dabei ist, wenn Nora Pfützenreiter die Wahrheit erfährt. Deswegen habe ich ihn dazu eingeladen. Ah, ich glaube, da ist er schon. Hallo. Oh, hallo. Papa. Hallo. Grüße Guten Tag, Sie. Entschuldigung, ich komme ein bisschen später. Ja, kein Problem. Ich musste noch tanken. Deswegen. Kein Problem, war ja nur ein kleiner Moment. Nehmen Sie doch Platz, nehmen Sie ruhig den Stuhl. Hallo, ich kann mir einen anderen her. Hallo. Ich weiß gar nicht, warum ich hierher bestellt worden bin. Also, um ich was weiß geht's auch nichts. Wir sind hier und ich bekomme keine Antworten. Und jetzt heißt es, du musst auch hier sein. Ja. Ist denn irgendwas? Ich meine. Ja, das frage ich mich auch. Ich denke, dass heute ein geeigneter Tag sein könnte, dass die Nora vielleicht ein paar Hintergründe erfährt, die für ihr Leben wichtig sind und die vielleicht bisher lief es vielleicht so, ohne ihr die ganze Wahrheit zu sagen, aber ich denke, sie ist jetzt in einem Alter, wo das sinnvoll ist, wenn sie die Wahrheit erfährt. Ich weiß nicht, uns geht's gut und das ist alles in Ordnung. Warum sind wir denn hier? Vielleicht ist es ja so, dass es manchmal ein bisschen leichter fällt, die Wahrheit zu sagen, wenn man sich dabei nicht in die Augen gucken muss. Vielleicht darf ich Sie mal bitten, mal aufzustehen und sich einfach hier mal so Rücken an Rücken hinzustellen. Sie auch? Genau. Für Nora Pfützenreiter war das natürlich eine total rätselhafte Situation. Die war natürlich mit Recht nervös und wollte unbedingt wissen, worum es geht. Es fällt mir echt schwer. Ja, vor 16 Jahren habe ich deinen Papa kennengelernt und ja, es war halt eine Party, ja, und daraus bist du entstanden.
Wir haben uns einfach ineinander verliebt. Und das ist doch schön. Liebe ist was Tolles. Nur was du nicht weißt bis heute ist, dass ich eben auch eine Familie habe und schon hatte zu dem Zeitpunkt damals. Was? Das heißt, ja, das tut mir furchtbar leid. Und ich habe zwei wunderbare Kinder und was? Meine Söhne und stopp, meine Frau. Stopp. Ich bin nicht dein einziges Kind. Nein, und ich habe das dann irgendwann auch nicht mehr ausgehalten, dieses Doppelleben zu führen. Nora, verstehst du, was ich da mitgemacht habe? Ich hatte innerlich einen wahnsinnigen Konflikt. Auf der einen Seite liebte ich deine Mutter und auf der anderen Seite meine Kinder und meine Familie zu Hause und meine Frau. Und es ist passiert und es tut mir wirklich leid. Nein. Nora, wir wollten dich ja, beschützen. Und es ist halt so, wir haben halt einfach nie den richtigen Moment. Irgendwo fehlte da was. Und wo ich dann hier war und mit dir hier bei dieser Erstuntersuchung und dann machte ich die Tür auf, unser Markus. Und da habe ich gedacht so, oh nein, das kann doch alles nicht wahr sein. Und also ich kann mich jetzt hier nicht mehr Rücken zu Rücken stellen. Nora. Nein! Bis vor wenigen Augenblicken lebte Nora in dem Glauben, dass ihr Vater in einer anderen Stadt wohnen und arbeiten würde und die Kölnerin ihn deshalb nie bei sich zu Hause besuchen konnte. Die Wahrheit über sein Doppelleben ist zu viel für die 15-Jährige. Dass Nora so reagiert, ist verständlich. Ja, für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, wir wollten Nora immer eine Familie vermitteln und deshalb hat Markus sie auch fast täglich gesehen, also so gut es geht. Und ja, es war halt wie eine perfekte Familie, nur dass der Vater halt nicht immer da war, beziehungsweise nie da war. Die Eltern, die haben sich so schwer gemacht mit dieser Wahrheit, dir das zu sagen. Die wollten dich schützen. Die lieben dich beide von ganzem Herzen, Nora. Die wollten dir so gerne diesen Schmerz ersparen, aber irgendwann musst du da durch. Du hättest es irgendwann erfahren. Und heute ist nun mal der Tag, wo es soweit ist. Zu spät? Nein, es ist nicht zu spät. Das ist nicht zu spät. Dein Vater bleibt dein Vater, deine Mutter bleibt deine Mutter. Und die lieben dich genauso wie vorher. Und es ist gut, dass du es jetzt weißt. Daddy, are you out there? Daddy, natürlich ist das nicht der richtige Weg, mit einer Lüge zu leben. Aber für denjenigen, der belogen worden ist, ist es ganz wichtig, die Motive des anderen zu verstehen. In dem Fall, dass die Tochter nachvollziehen kann, dass das nicht die freie Entscheidung der Mutter war, sie anzulügen, sondern dass sie sich das natürlich anders gewünscht hätte. Genauso wie sie sich ihre Familie, ihr Leben anders gewünscht hätte. Manchmal kann man es sich einfach nicht aussuchen und versucht, aus mehreren schlechten Möglichkeiten die beste rauszusuchen. Dank intensiver Gespräche mit der Therapeutin kann Nora inzwischen nachvollziehen, warum ihre Eltern die Lüge so lange aufrechterhalten haben. Doch nun möchte die 15-Jährige endlich ihre zwei älteren Halbgeschwister kennenlernen. Im Gegensatz zur Ehefrau von Noras Papa wissen diese allerdings noch nichts von dem Familienzuwachs.